bin ich mit Duschen gegangen. Ist gestanden, da oben ein Duschkopf. Aus unseren Löchern rinnt Granderwasser. Kennst du Granderwasser? Haben Sie Granderwasser daheim? Nicht, eh nicht. Müssen Sie, ich hab's selber einbauen lassen. Super, Granderwasser. Also, es ist so genial, das Granderwasser. Also wirklich, das ist so links gedreht zum Ursprung. Ja? Das ist herrlich. Also, es schmeckt besser wie Wasser, es ist nasser wie Wasser, es ist durchsichtiger wie Wasser, es ist nasser wie Wasser, es ist Granderwasser. Es ist Granderwasser, es ist herrlich. Du brauchst da kein Duschgel mehr. Stößt du nicht duschen, dadurch das links gedreht ist, das wurzelt ein Dreh, glaube ich, von links nach. Das ist super, also wirklich. Granderwasser ist genial. Das ist Granderwasser, super. Das Grand, das müsst ihr machen, Granderwasser. Kauft das Wort Granderwasser. Ja. Aber in Zehnputzen, nur ein bisschen Zahnpasta rein, Granderwasser, das fetzt du da immer nochmal an, so. Herrlich, ja. Am Ausreibfetzen, ein bisschen Granderwasser, brauchst du nur ein bisschen halten, das fetzt links und fetzt, das nur, ja, super. Das Granderwasser ist genial, Granderwasser ist. Herrlich, also ich kann empfehlen, nur Grander. Also ich habe es wirklich eingebaut bei mir daheim, ich habe es aber jetzt wieder demontiert. Weil das Granderwasser rennt ja links und die Waschmaschine dreht sich nach rechts. Jetzt hat sich die Waschmaschine nicht ausgehend. Jetzt hat der Installateur gesagt, das musst du wieder, weil es mir zweimal den Curryman zerrissen hat und jetzt dran. Ja. Ich habe den Test wirklich gemacht, Gurkenkasselnummer. Ein leeres. Granderwasser rein, also ein stinkendes Satönringel, reingehauen, plopp, zugeschraubt, puff, war ein Goldfisch drin, das war Wahnsinn, also Granderwasser, wirklich genial, Granderwasser ist herrlich, also müsst ihr, Granderwasser ist super, kann ich empfehlen.